du jetzt halt. Dann heißt es Kegelfall. Oder Kegel sind ja. Und das hat mir der Steffen voll für tot. Und wir noch ein bisschen mit dem Partner. Da hat uns das mal erklärt. Bei dir, die Körperhaltung, das ist nicht viel, aber in alleine. Jetzt auf dem Fall könnte das nicht viel schwerer. Würde gar nicht gehen, weil da kannst du nicht mit dem Körper was machen. Da musst du ganz sitzen und du musst alles außen, das alles außen hin und außen nicht gehen. Das hat er nicht. So. Und das ist aber eine Frage, wenn es jetzt läuft, wenn du einfach 10 Punkte Vorsprung hast. Die Nummer 38. So. Aber das geht nicht, mir nicht um Basti oder so, sondern weißt du so, wenn man vom Sport her, wo man wirklich die Mädchen bewundert, was die für tolle Haltung haben beim Fahren. Ne? Also dann wird manchmal die sind technisch besser. Ne? Die hätte noch die Schüsse in der Hose, aber die ist so relativ locker da. Nee, das ist die Anspannung. Ja. Das Pferd bringt das nicht. Das ist das Pferd. Nicht sie. Du musst ein anderes Pferd bringen. Guck mal, der Kopf stimmt alles nicht. Kann sich gar nicht entfalten, verschissen. Vorher habe ich das nicht gesehen. Durch was ist gedacht? Ja, durch meine eigene, durch die Gruppe. Weil wenn du ganz frei mit Tieren so wirklich wie in der Natur arbeiten können, machen was sie wollen. Wenn ich in den Stall gehe, wo Futter ist, dann wollen die Rambazamba auch rein und treten ja alle rein. Und manchmal gestattet sie noch nicht. Und dann siehst du auf einmal, die haben eine Reihe in Folge. Und die darfst du alle nicht stören. Ja? Und die eine Pferd sieht man im linken Auge besser als beim rechten, wie du die anspannst. So eine Sachen beobachtet. Mir ist das alles egal. Ja? Weil die Pferde machen sowieso nur das, was sie von alleine können. Und wenn du dann, die haben ja die nicht zum Anden, die Araber, aber die Araber haben ein großes soziales Verhalten. Und das sieht ganz schön aus, wie er jetzt sagt. Ja? Aber den Pferd gibt es nicht mehr. Naja. Auf dem Bild kommt das aber nicht gut hin. Nee. Wenn du fotomäßig ist das nicht. Also, der Pferd ist 15, 10 cm zu groß. Das ist doch kein einzelner Spielball. Ja, schwarze. Eva, ja. Dann beim Wechsel, weißt du was? Es ist beim Wechseln passiert. Weißt du, dann stellt sich das um, automatisch um. Ja, das machen wir jetzt. Ja, dann kannst du die von Herbert haben. Und sag mal, ist das hier, habe ich da ein bisschen bei der Katja da so ein bisschen Hintergrund gut gehabt oder nicht? Ja? Ja, nee, das hatte ich nämlich schon, ich kenne so ein bisschen meine Bilder, aber wenn ich auf 1000 mache, dann ist gut, ja. Eva, alles gut, ja? Ja, mach mal, kein Problem. So, bis gleich, tschüss. Habe ich ja Bilder gesehen und ich habe zwei Bilder bekommen und leider hat sich das automatisch umgestellt. Hast du die gekauft? Die kannst du kaufen. 15 Euro. 15 Euro. Nicht aber schön. Musste da oben auf die Leutestelle gehen. Ja, oben. Hol, war ja auch die Treppe hoch und ja, da kannst du kaufen. Ja, hier einen Kaffee geholt. Ja. Kaffee geholt brauchst du kein iPhone 2. Nein.
Den Acker kann ich mir nicht stellen, wenn ich dann genau so verfolgt bin. Das ist mir einmal in Unzug passiert, ja. Ja. Da ist mein Auto kaputt, ja. Naja, ich muss dann nicht hier. Die hat den nicht gefunden, aber das ist ihr subjektiver Blick. Und wie von Ihnen? Die Pferde und sind das nicht oder? Nee. Du bist dann nur noch das Tier. Ja, dann nur das Tier. Ich hab die zwei Beine jetzt nicht drauf. Hier hast du den Schrittfehler. Da ist er jetzt richtig explodiert und den Fehler eingegangen. Weil er hat nicht die Kraft, er hat nicht die Muskulatur. Jetzt machst du das alles wieder gut. Verstehst du? Ja, das fährt halt nicht. In England hast du 2005, hast du das richtig gesehen, wie die verreckt dann sind. Die kamen ja durch die letzten Hindernisse ja nicht mehr durch vor. Da waren noch Berge, ja. Die sind ja relativ flach. Hier, der Rand hat den Winner. Wenn man der Werbeagentur macht, ja. Unter anderem für Obi dieses Eichhörnchen, wie kann das da hoch? Ja, du musst eine Figur haben, so kleine Werbung und Botschaft wieder. Ja. Und so hatte er dieses Obi-Eichhörnchen. Weil er hat eine HDK studiert, ja. Grafik und Design. Das sind das, die nicht mit da eigentlich mal zu gut. Bin gespannt, wie sie das probieren. Weil das hört ja. Ist gut. Du selber siehst, wie die sitzt. Weißt du, was er was hat? Du, wie Steffen Scholz sich eigentlich vor? Ich habe jetzt das so gesehen, wie das so. Hallo. Den Platz wechseln. Ja, aber sonst heute der kannst du hier nicht stehen. Pass auf. Nee. Die, aber die Zuschauer sind die da. Und wenn ich denke, das weiße Zelt fotografiere, kann ich die Bilder von meinem Hof zeigen. Der ist alles ganz hell. Und wenn ich die fotografiere, immer die Bilder, hat der sich automatisch heute eine ganze andere wegschmeißt.